Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, man kann schon Dublima von hier aus sehen, dem Vulcanus Cryus von Strata. Und den sollen wir reparieren, im Auftrag des Präsidenten. Dann mal los. Kann ja wohl überhaupt nichts schief gehen. Wir haben ja Pascal auf unserer Seite, die kriegt das schon irgendwie geregelt. Hoffentlich. The president has asked us to investigate the Valkyries. So, may we please take a look? If you have official permission, be my guest. Please. Sie wird schon wissen, was zu tun ist. Ist ja ein Profi, oder? Und hier kommt der Riesenbohrer. Ich verstehe. Der Hammer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh mein Gott, nein. Richard, why are you here? Keine Ahnung. Hey, answer me. Ich will auch mit meinem Schwert schießen können. Ich habe den Controller gar nicht in der Hand gehabt. So. Ha, 40.000. Supi. Aber ja. Wirbelsturm. Jemand passiert in Anpflicht. In Verbrennungen. Bams. Sag doch gleich. Oh Gott. Das waren viel zu viele Angriffe auf einmal. Kann mich. Ja, okay, danke. Dankeschön. Ich merke gerade, wir haben nur Heiler hier. Espel haben wir irgendwie gar nicht dabei. So, ein bisschen Spam mit Pascal. Okay, so viel halt in Flammen leider nicht. Ich habe gar nichts auf meinen. Ich habe gar nichts links auf meinen Rechner Analogstick gestellt. Aua. Okay, irgendjemand muss Sophie. Na gut, dann machen wir es eben auf die klassische Weise. Upsala. Jawohl. Oh, verdammt, eine Nova Barriere. Die kriege ich doch gar nicht kaputt. Ja, gute Frage, wie kriege ich die kaputt? Ne, Magnet geht? Nö. Ah, gut. Das habe ich mir gemerkt. Au. Komm mal her. Verdammt. Komm mal her. Verdammt. Au. Ich werde mit Pascal schaffen, hallo? Ma. Komm schon. So wohl irgendwie.
irgendwie kriege ich da nicht kaputt. Ma. Sophie, setz mal wieder Dingens ein. Boah. Zack, danke. Finde ich gut. Vor allem, dass es so freiwillig kam. Warum ist denn einige so angeschlagen? Ich habe mich die ganze Zeit auf den anderen konzentriert. Weil ich hier immer zu Sophie wechseln muss, um die Nova-Barriere kaputt zu kriegen. Komm mal einer näher. Komm mal näher. Komm näher! Das ist nicht nah genug. Charia. Weil du ja mitten auf die Gegner losgehst. Na warte, komm her. Ja. Ja. Jawohl. Mach ich am liebsten. Mach ich am besten, aber. Oh nee. Oh mein Gott. Wir sind irgendwie in Gefahr. Mann, ich schon wieder. Hab ich durch. Oh, was hast du? Ich glaube, den machen wir erstmal so kaputt, weil der geht mir auf den Nerven mit seinem Nova-Status. Hier geblieben. Welchen Schwierigkeit gerade spiele ich gerade? Ich müsste eigentlich mal auf Ding spielen. So. Zack. Ich drücke die ganze Zeit L1. Ja, okay, gut, danke. Genau das wollte ich machen. So, immer noch nicht tot. Was? Oh Gott, ma, die reicht mich auch noch. So, der ist gut. Oh, ich bin so hoch in der Luft, was soll das? Der war gut. Aber dich krieg ich. Dich krieg ich. Aua. Hau den nochmal kaputt, danke. Boah, ist das nervig. Normalerweise setzen die direkt Attacken ein, die Nova-Barrieren hier durchbrechen, aber komischerweise jetzt nicht. Aua. Ja, ich habe da nichts gesetzt. Ich glaube, den Kampf hätte ich viel besser machen können, wenn ich Espel gestört hätte. Aber was soll's. Jawohl. Acht Minuten? Ach, 4 Minuten. Mein Gott, ich wollte schon sagen. 8 Minuten dieser Kampf kann doch gar nicht sein. Wäre doch ein bisschen übertrieben, finde ich. Where's Richard? Keine Ahnung. Ah, what is he doing? What are you trying to do now? Keine Ahnung. But that's impossible. He's draining out the Vulcanus Creus. According to our instruments, there's nothing left. What do we do? I find the sight of your face utterly disgusting. As long as you exist, we can never know peace. We will settle this someday. So prepare yourself. Wait! Sophie, what's wrong? No. Richard.
Richard is my friend. I can't do it. It will make everyone so sad. Sophie, get a hold of yourself. I'm all right now. Asbel, about Richard. If we don't stop him soon, something bad will happen. But Richard is our friend. So it's wrong to fight him. And yet, I tried to attack him. I'm sorry. Sophie, we all feel bad about it. We need to know why he's doing these things before we fight him. It's so strange. I don't understand what happened. How was King Richard capable of such a feat? Well, I'm sorry, guys. Even I don't know what to do now. But this is terrible. What will happen to our nation without the Valkenis Kreas? Asbel, what are you going to tell the president? Keine Ahnung. I'm going to tell him the truth. I think that's all we can do now. Richard looked the same. He looked just like he did when we fought in Lant. What's happened to him? Keine Ahnung. Well, will Richard always be like he is now? I sure hope not. No, I refuse to believe that. Come on, let's go back to see the president. There's nothing more to do here now. Jo. Unabhängiger Geist. Unabhängiger Geist. Und ja. Kommt der Sack einfach vorbei und klaut all unser Kreis aus dem Valkenis Kreis. Elif. Nee, doch Kreis, mein Gott. So, Entdeckung. Der Duplemar. Der längste Valkenis Kreis der Welt. Stockfinster. I can't believe the Valkyrie has turned all black. To my knowledge, such a thing has never happened before. And even worse, we seem powerless to change it. How could this happen? Why would Richard do such a thing? Richard is my friend. There should be no need for us to fight. Then why do I feel this way? I don't understand. Sophie, are you okay? Hang in there. Okay. I'll be all right. What's going on? This doesn't feel like me at all. Sophie? Ja, solange du nicht ausrastest wie Richard. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich meine, hier gab's auch noch Zeugs, normalerweise. Aber irgendwie nicht. Vielleicht, wenn ich mal kurz hier rausgehe und wieder reinkomme. Normalerweise sind hier Kisten noch hinter Duplemar. Wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich natürlich nie. Nö. Irgendwann sind die aber mal Kisten, das weiß ich. Egal. Titel, ja. Und dann mein alles. Kreisangriff, Grabklinge. Ich habe so viel KP-Sachen, glaube ich, ausgerüstet. Ja, geht schon. Wirkzeit, genau. Sternschnur. Ja, ist schon gut so. So. Ja, wie gesagt, kommt er einfach hier hin und klaut uns hier ganze Elif. Kreis. Ne, Elif. Ich bin blöd, ich weiß.
So, ich glaube, wir können jetzt einfach geradeaus hier raus. Danke. So, lad mal meinen Mixer auf. Und wir müssen jetzt einfach zum Präsidenten zurückgehen. Und ihm von den traurigen Ereignissen erzählen. Und ja. Damit hätten wir das Problem jetzt nicht gelöst. Und ja. Sieht aus, als müsste Hubert wieder zurück nach Strata kommen. Weil wir irgendwie zu machtlos waren. Hey, ich kann die Person da hinten sehen. So, Fassung bewahren. Why would Richard do such a thing? Wait, if he was able to get here so fast, can't he go somewhere else just as quickly? Oh my gosh, Lant, is Hubert still safe? Stand down, both of you. We have a job to do, and it isn't worrying about King Richard or your brother. How can you... But, Captain... Pull yourselves together. We need to return to Uliberte and report to the President. Lant will come next. Warum? Ich meine, du hast das jetzt super erklärt und so, aber warum müssen wir? Ja, egal. Irgendwie möchte ich schnell reisen. Und ich werde den ganzen Weg zurücklatschen. You've got to be shitting me. Abfall, den nehme ich mit. Den brauchen wir. Nehme ich an. Komm her. Oder auch nicht. Ich wollte gar nicht gegen dich kämpfen. Ja. Uliberte, das ist ja nicht so weit entfernt. Das ist ja nur ein Gebiet das entfernt. Dieses hier. Aber warum muss immer meine Nase jucken, wenn ich aufnehmen will? Ja, ja. Sommer, aber ich habe eigentlich keine Sommerallergie. Meine Nase darf nicht jucken. Also hör auf damit. Tja, was stimmt ja eigentlich? Er könnte eigentlich überall hingehen mit diesen Flugviechern. Nicht, dass er jetzt auch in Land gewesen ist oder irgendwo anders. So, hier ist nichts. Da sind immer noch die versteinerten Menschen. Da sind Menschen drunter, ich weiß es. Und Gummisamen will ich nicht haben. Oh, Nase. Ah. Irgendwie kommen mir die Monster voll neu vor. Ich habe bestimmt gegen alle von denen gekämpft. Mache ich jetzt einfach nochmal. Und die kommen mir jetzt irgendwie voll fremd vor. Und so lange sind jetzt auch nicht hier, seit ich letztes Mal aufgenommen habe. Aua. Ma. Hä? War da nicht gerade erst drei? Nur mal gucken, welchen Schwierigkeitsgrad ich gerade an. Infernal Prison. Banks. 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 We did it, Sophie. We did it, Sharia. Yay. Ja, okay. Weiß ich, hoffentlich sind die nächsten Cutscenes jetzt nicht so lang. Weil dann kann ich pünktlich einen Schnitt machen. Das wäre gut. Boah, mal schön in die Zukunft sehen. Ganz geht wunderbar. Dann Uliberte. Was so ein Hauch von Grand Copemart irgendwie. Von Tales of Davis. Auch eine sehr schöne Stadt. Ist bestimmt irgendwie daran angelehnt. Nur Grand Copemart war aber nicht in der Wüste. Und das war ja normal angesiedelt, so sag ich mal. Ja, triff dich mit dem Präsidenten. Das ist der Präsidentenpalast. No way. Lass mich da rein. Wollte doch gar nicht mit dir sprechen. So, wir haben alles vermasselt. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem uns den Gefallen erweisen. Oh, hi. Hubert, what are you doing here? Keine Ahnung. Situation has changed. Windor has pulled her armies out of Lant and stationed them in Verona. More on that in a moment. Let's hear your report. Well, you see, King Richard appeared at Duplamar, and then he... Did he absorb all the Eleth from the Valkanist? Eleth, no. Nicht Kreis.
How did you know? It's the reason why Windor's army pulled back. King Richard absorbed the energy from the Valkanist Creus in Verona and then vanished. Apparently, the capital was in chaos. We have no idea why or how King Richard would do such a thing. Regardless, we cannot stand idly by. The time has come for action. There are two issues. First, we must deal with the loss of our Valkanist Creus. Second, we must find King Richard and ascertain his ultimate goal. This new development is a threat to all nations, and we must put aside petty international squabbles. As two of the Valkanists have been drained, we must assume he will target the third as well. That means he's likely headed for Fendel. Tja, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. I must ask of you a great favor. Will you take up the pursuit of King Richard? Does that mean you're sending me to Fendel? Your friend knows about Valkanus, and you know the king. I can think of no better people for the job. Please know we will support you with every resource at our disposal. Okay, ich nehme das ganze Startbudget, wenn es geht. We have our own concern about both the Valkanus and the king, so we accept your proposal. Hubert, I want you to accompany Asbel. But sir, Mr. President, Launt will be lost without Hubert. If I allow you to choose the next governor, will that put your mind at ease? I understand you might have concerns about who I would nominate, and I would want your mind clear and focused for the upcoming investigation. Well, Asbel Launt, do you find my terms acceptable? Yes, Mr. President. Thank you very much. I merely made a decision in our country's best interest. Well then, enough talk. Asbel, Hubert, all of you. Good luck. Yo. Hubert is coming with us? Nein. It's an order. I have to come. Still, I'm a bit uneasy about the arrangement. Uneasy? Ah. Es wie in guten alten Zeiten. No, except for being eaten by the Rakugan. Wait, what? Yeah, your charm saved the day, Hubert. Thanks. It's a coincidence, nothing more. Besides, you gave me that charm, remember? I didn't need it anymore, so I gave it back. That's all. It was still pretty incredible. It was kind of like having you save us yourself. How can my older brother still be so naive? It's things like that which make me uncomfortable about this journey. I guess you'll just have to keep them out of trouble. Welcome to the party, little bro! Oh, all right, all right. We'll work together. So it shall be, Asbel. Thank you. How should we enter Fendel, Mr. President? Take a boat out to Warrior's Roost, then secure passage from there. What's Warrior's Roost? It's a small island set apart from the other three countries. It functions as an autonomous district. Come. We can reach the port via the city's north gate. Okay. Aber erstmal speichern. Oder Cutscene. Okay, wollte ich auch gerade sagen. Still, after all of this, we still don't have enough. Do we still need more power? So that you and I can achieve our goals? Who are you? At this rate, I might hurt Asbel and Sophie. No!
They haven't betrayed me. They're my friends. Friends. Ja. Pflichtbewusster Bruder. Okay. Was war das gerade? Keine Ahnung. Du standst gerade noch nicht hier. Wer bist du? Okay. Hubert. Willkommen im Team. Und er hat voll viele Titel gemeistert. Wunderbar. Ja, dann nehmen wir pflichtbewusster Bruder, weil alles andere hat er irgendwie schon. Dann komm mal Level 36, komm ins Team sofort. Ja, ich glaube, die tue ich auf Screen hier belegen. Ich suche mir jetzt den nächstgelegenen Speicherpunkt. Und dann, ihr könnt es vielleicht erraten, speichere ich. Na gut. Richard dreht irgendwie durch, spricht mit irgendwelchen Stimmen, Sophie irgendwie auch. Beide sind irgendwie nicht so, ja, sie selbst. Was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Das war ein Lama Running Gag in dieser Folge. Ich werde ihn auch nie mehr benutzen, keine Sorge. Ich hoffe jetzt, da wo wir hin müssen, war nirgendwo ein Speicherpunkt, weil sonst bin ich den ganzen Weg hier umsonst gelaufen. Würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann am Nordtor. Hier ist auch kein Speicherpunkt. Wo ist denn hier ein Speicherpunkt, Mann? Eine Stadt ist normalerweise immer ein Speicherpunkt. Hier ist, oh, hier ist einer, danke. So, dann speichern wir hier. Wenn wir es können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.